Hallo Bayern, vor ziemlich genau einem Jahr habe ich eine meiner größten politischen Enttäuschungen erlebt. Am 17. Juli 2018 hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof unser erfolgreich gestartetes Volksbegehren Betonflut eindämmen, damit Bayern Heimat bleibt, abgelehnt. Damit wurden 50.000 Unterschriften von Menschen aus ganz Bayern, die etwas gegen die ausufernde Betonflut in Bayern unternehmen wollten, schlagartig wertlos. Der gewaltige Rückhalt in der Bevölkerung und der Zuspruch zu unserem Ziel, den Flächenfraß in Bayern endlich wirksam einzudämmen, war Ansporn für uns, einen Weg zu finden, die Vorgaben des Gerichtes zu erfüllen und einen zweiten Anlauf zu starten. Das Gericht hat ja deutlich gemacht, eine Höchstgrenze an sich ist mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Entscheidend ist, dass wir klar den Weg definieren, wie wir da hinkommen. Das haben wir jetzt getan. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf hier im Bayerischen Landtag eingebracht mit einer verbindlichen Höchstgrenze von 5 Hektar am Tag. Der große Unterschied zum ersten Entwurf ist, wir wollen bis zum Jahre 2026 in mehreren Stufen runter auf 5 Hektar pro Tag. Somit geben wir unseren Kommunen die nötige Zeit, das Ziel gemeinsam zu erreichen. Mit unserem neuen Gesetzentwurf leiten wir jetzt die nächste Runde im Kampf gegen den ausufernden Flächenfraß in Bayern ein. Und diesmal wollen wir als Sieger vom Platz gehen. Wenn wir im Bayerischen Landtag für dieses Vorhaben keine Mehrheit finden, dann steht ein neues Volksbegehren vor der Tür. Betonflut eindämmen, damit Bayern Heimat bleibt.